Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Witcher 3. Wir kümmern uns jetzt mal um Wes. Um Rochs Probleme mit Wes. Keine Ahnung, was die da für Probleme haben. Das werden wir gleich rausfinden, denke ich mal. Wir müssen hier... Schon überall. Ach, da nach hinten. Rasieren sich die Weiber in Novigrad. Halt dich lieber vom anderen Flussufer fern. Was hat er da hinten erzählt? Rasieren sich die Frauen in Novigrad wirklich die Muschi? Ach so, na dann. Ja, hier. Hallo, Veron. Geralt von Riva. Gesund und munter. Wir haben uns doch gerade erst gesehen. Du erwähntest ein Problem. Wes. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Wes aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Und was kann ich da machen? Also lautet das Problem Ungehorsam. Was soll ich da machen? Ich bezweifle, dass Wes im Dorf ist. Wahrscheinlich lauert sie mit den Männern im Wald nebenan. Wir müssen sie finden und aufhalten, bevor sie zuschlägt. Du bist ein guter Fährtenleser. Hilf mir. Gut. Du kannst auf mich zählen. Danke, Geralt. Du hast was gut bei mir. Treffen wir uns in Velen beim Galgenhügel. Von da aus ist es nur ein Steinwurf bis Maulbeertal. Wenn du mir dafür hilfst, Kaer Morhen zu verteidigen, dann immer gerne. Hexer können nicht mehr auf ihr Licht. Dann ein Hexer. Das hat uns nimm mal das Ding da. Und wir gehen... Ja, wo gehen wir denn hin? Ja, wo ist es denn? Maulbeertal? Nee, hier nicht. Da auch nicht. Ach, in Novigrad da oben. Hey, hier sind wir doch. Ach da. Genau. Galgen. Hatten wir hier nicht den Überfall auf Rittersporn? Nee. Ach nee. Ist woanders. Moin. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Wes keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? Drei Leute. Leichte Ausrüstung. Schleichenbahn. Da drüben bleiben. Tod den Schwarzen! Edme! Zürcher! Sieht aus, als kämen wir zu spät. Okay. Wir müssen helfen. Komm mit! Randa! Wir müssen wir müssen sie einfach retten. Die Lady. Hey, warum ist der so schnell und ich so langsam? Oh nein, sie darf nicht sterben. Oh nein. Ich weiß nicht mal, wo sie ist. Erstmal müssen wir zu ihr, nicht, dass die da drauf geht. Nächster. Komm, wir müssen den abhalten. Mann, die stirbt noch und ich komme nicht hin. Aua. Darian, Evelien, Illidrit. Sag mal, wieso haben wir eigentlich kein Quen? Jetzt reicht's aber. Ja. Kollege. Verdammt nochmal, Wes, bist du völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg! Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße! Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Wes. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick doch mal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus!
Oha, ein Gefangener. Oha, ihr habt einen Gefangenen. Wir machen keine Gefangenen. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? M hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Dem kann ich kaum widersprechen. Roche hat recht. Außerdem ist er wehrlos. Was ist mit dir, Roche? Hat der Hexer dir die Eier geklaut? Das sind Sadisten. Er ist der Besatzer. Ich erkläre es später. Du, Nilfgaarder, verpiss dich. Morang-Teng. Nee, der Madawa. Geh, bevor ich es mir anders überlege. Ja. So schnell geht das. Ach, wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Mhm, danke schön. Wow, 5 Erfahrungspunkte, ey. Krieg ich echt viel dafür. So, jetzt gehen wir nochmal zu Roche. Ach so, ich wollte KT. Da lang. Also, nach hier. Das ganze Zeug brauchen wir nicht. Die haben eh nichts Gutes. Und dann gehen wir entweder... Jetzt ist die Frage, müssen wir wieder hier hin? Oder müssen wir da oben hin? Okay, wir müssen da oben hin. Hexer können nicht die Pocken kriegen, oder? Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gehabt. Ah, Tölpel! Okay, dann. Hier, du. Hallo. Du nervst, Grauhaar. Geralt van Riva. Gesund und munter. Mhm. Ich brauche deine Hilfe bei der Verteidigung von Kaer Morhen. Ich könnte deine Hilfe in Kaer Morhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Danke. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Wie auch immer. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Dankeschön. Das ist super. Okay, dann auf nach Skellig. Nach Art Skellig. Da lang. Wir bezahlen für ein freies Temerien in unserem Blut. Ah, Tölpel! Habt ihr echt? Okay, auf nach Skellig. Weil Dijkstra wird uns wahrscheinlich nicht helfen. Da können wir ja drauf verzichten, denke ich mal. Achso, ja, wir müssen hier, glaube ich, der Fluch, oben erstmal rein. Mal lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalar, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ja, das haben wir jetzt auch schon oft genug gehört. Wir müssen jetzt Taten sehen. Wir gehen jetzt erstmal da rein. Ich denke mal, das ist die beste Entscheidung. Ich weiß nicht, was ich habe zwar keine Ahnung, ob wir richtig sind. Aber der Pfeil, der scheint hier drin zu sein. Himmel, bist du eine Erscheinung von Nörhag? Pass bloß auf, Fremder. Genau. Krach wird uns wahrscheinlich erst helfen, wenn wir seinen Kindern helfen. Ich will reden. Ich brauche deine Hilfe im Kampf gegen die Jagd. Es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen großen Gefallen bitten. Worum geht es, mein Freund? Ciri. Ich weiß, wo sie ist. Leider wird es die wilde Jagd auch wissen, sobald ich bei ihr bin. Sie wird uns verfolgen, angreifen und wir müssen mit aller Härte zurückschlagen. Kann ich auf dich zählen? Erst die Schwarzen, jetzt Erscheinungen. So ist das Leben. Bring sie her und wir stellen uns ihnen im Kampf. Wir können sie nur in Kaer Morhen bekämpfen. Ich kann das Leben deiner Männer nicht riskieren. Wir können sie nur in Kaer Morhen bekämpfen. Kaer Morhen ist hunderte Meilen weg. Eine Armee dorthin zu bewegen, würde Wochen dauern.
Die Inseln werden Nilfgaards Angriffen ausgesetzt. Geralt, verzeih mir, aber das kann ich nicht machen. Das verstehe ich. Ich werde deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Leb wohl. Warte. Ich lass dich nicht mit leeren Händen gehen. Ich werde helfen, so gut ich kann. Komm mit. Was kriegen wir denn? Wunderschöne Handwerkskunst. Du hast einen talentierten Schmied. Nicht ich. König Erlend Ankret. Erlend Steinfaust? Das ist also Winterklinge? Ich dachte, sie wäre eine Legende. In Mahakam geschmiedet, in Drachenfeuer gehärtet. Sie befindet sich seit Jahrhunderten im Besitz der Ankret. Und jetzt gehört sie dir. Die können wir nicht annehmen. Das kann ich nicht annehmen. Doch, das kannst du. Lass mich wenigstens das für dich tun. Wenn du darauf bestehst, ich danke dir. Möge es dir gute Dienste leisten. Schick diese Geister dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Genau das habe ich vor. Leb wohl. Leck mich fett, was haben wir da gerade für eine Waffe gekriegt? Ja, die nehmen wir gleich. Die ist gleich ausgerüstet. Und irgendwas müssen wir wegschmeißen. Wie wär's mit der Armbrust? Und dem Ding. Wow, das hat 7 gebracht. Krasser Mist. Okay, Moisek wäre der Nächste. Der war nicht aus dem Nilfgaard, oder? Blau wie ein Bootsmann. Ja, komm ich hier wieder raus? Der Taverne wird über nichts anderes. Ach, da. Gut, wir brauchen Moisek, wir müssen seinen Kindern helfen und dann. Ja, haben wir eigentlich genug Verbündete, glaube ich. Bist blass? Gestern auch gesoffen? Nee, ich bin einfach so. Das ist mein Teint. Okay, Winter. Moisek ist da, Druidenlager. Okay. Ah, ich kann da die Quest durchschalten. Hey! Aha, ich habe was Neues gelernt. Falsche Richtung. Gut, wir sind auf jeden Fall gleich beim Moisek. Glaube, ich muss den Weg entlang. Komm, gib Gas. Hier links. Jetzt komme ich hoch. Nicht so schnell, Plätze. Doch, schneller. Du bist zu langsam. Ah, eine Markierung. Mach langsam. Schwerter auf dem Rücken. Was lassen die sich als nächstes einfallen? Huch. Wo bin ich denn? Ach, da. Hey, Moisek. Können wir reden? Moisek, ich brauche deine Hilfe. Die wilde Jagd wird Kaer Morhen bald angreifen. Ich brauche deine Hilfe. Die wilde Jagd? Bist du sicher? Dann weißt du, wo Cirest? Ja, ich weiß es. Und die wilde Jagd wird es auch wissen, sobald ich sie gefunden habe. Verstehe. Ich werde sofort packen und spätestens morgen aufbrechen. Danke. Keine Ursache. Ich habe das Mädchen großgezogen und bin ihr immer noch verpflichtet. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Hat sich doch schon gelohnt. Wir haben ein Schwert gekriegt und ja. Gelobt sei der Tag. Okay, dann brauchen wir jetzt Nebenquests. Wir müssen auf die Insel und weg. Und die ist wo? Harvikin. Da. Speerfischküste.
klingt nicht so gut. Fliegt hier was? Weiter so, Plätze. Das klingt aber nicht nett. Müssen wir gleich mal gucken, was da ist. Ich glaube, wir kommen näher. Komm, du kommst doch da drüber. Keine Angst, mein Pferdchen. Du musst aber springen. Heya! Du bist da auch gerade runtergekommen. Komm. Hey. Geh da wieder hoch. Ah, jetzt hängt's da an der Kiste fest. Ich glaub's ja nicht. Jetzt kann sie die Strecke nicht folgen. Mein Gott, Pferdchen, du bist ein bisschen dämlich heute. Du musst schon ewig unsere Waffe nicht mehr schleifen lassen. Oh. What the fuck ist das denn? Das ist also der Riese. Das wäre fast schief gegangen. Aber nur fast. Okay, die Armbrust haben wir ausgerüstet, oder? Anscheinend nicht. Ich sehn, sehn, sehn. Nach meiner kleinen Höhe, kenne ich die Frau. Nach meinem Haar mit der Pfeil, meine Jungs auf der Frei. Ich komme da nicht hoch. Sirene, du musst dran glauben. Wir hatten da jetzt eigentlich gesungen. Ich sehn, sehn, sehn mich nach Haus. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenne ich mich aus. Dass er das nicht hört. Nach meinem Paar mit der Pfeil, meinem Boot auf der Pfeil. Nach meinem Bett, worin liegt mein mit schwindenden Kräften mein Atem mir stockt. Der Wind peitscht mich aus, die letzte Kraft mir entlockt. Es ist Zeit, höchste Zeit, ich nehm Kurs auf zu Haus. Auf meine kleine Hütte, dort kenne ich mich aus. Hey, wer bist du? Hey, Okto. Ich kenne das Lied. Was machst du hier? Schaut, Männer, noch einer. Und so oft habe ich ihnen gesagt... Was redest du da, Wilfred? Oh. Ja, recht hast du. Lernen's wohl nie. Der hier hat wenigstens ein Lied gehört, bevor er krepiert. Ich suche den Zerkalder. Ich suche Hjalmar Ankret. Er soll mit einigen Männern auf diese Insel gekommen sein. Er wollte den Riesen töten. Oh ja, hab ihn gesehen. Wilmar auch. Sicher, dass er es war? Wilma hat Adleraugen. Sie standen genau da, wo du jetzt stehst. Sahen armselig aus. Leif der Rote, Folan, Vigi. Unter uns, der Junge tickt nicht ganz richtig. Hm. Oh, der Junge Ankret war auch dabei.
Wo sind Sie hin? Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Haben Sie, Wilma? Oh ja, wollten Ihr Lager beim alten Wachturm aufschlagen. Nicht zu übersehen. Steht mitten in einem Tal und bewacht einen Scheiß. Das ist doch super. Ich werde versuchen, später wiederzukommen. Ich versuche wiederzukommen, wenn ich Hjalmar gefunden habe. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Kannst du nicht auch den Riesen töten, wenn du schon dabei bist? Ganz allein? Sie sind alle gleich, nicht wahr, Wilhelm? Halten sich alle für unsterblich. Ich muss gehen. Bis dann. Oh, wenn du wirklich zurückkommst, würdest du mir einen richtig guten Faden mitbringen? Gibt's bestimmt im Dorf. Und Nägel. Wir haben kaum noch Nägel. Kannst du dir das merken? Nägel und Faden. Ich merk's mir. Falls ich wiederkomme. Nur mal so am Rande. Komm wieder runter. Mistvieh. Und letzter Treffer. Und ich habe vorhin noch davon gesprochen, dass wir unsere Waffen nicht mehr schleifen müssen. Silberschwert ist fast im Arsch, aber es geht wieder. So, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Meine Güte, das geht aber schnell. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Lass mir ein Like und ein Kommi da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!